Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hatte ich sowas überhaupt schon mal, so eine Meme-Compilation? Oh, muss doch in die Garage oder was? Hexen. Oh, da würde ich auch. Oh! Junge, alleine schon, wenn der Ventilator trötet, würde ich nicht schlafen können. Verdammt nochmal. Och nö. Started this at 10. And it's just past 12. Naja, das kann passieren. Wieso nochmal tut der Bär da hinten den Ast die ganze Zeit? Ja gut, wenn der Bär mit den chillig ist, dann ist doch cool. So ein Bär als Haustier ist bestimmt geil. Oh nein, das fällt runter. Ach, es ist dazwischen gefallen. Ach nö. Also da ist jetzt echt der Arschkarte. Also wenn du das nicht mehr rauskriegst, dann bleibst du da liegen. Oh, du musst das rausholen, Alter, sonst schimmelt dir das weg. You're so dumb. No! Fusion. Die Katzenkröte. Oh nein, hau doch nicht davor. Ich sehe die Scheibe schon brechen. Ich sehe sie brechen. Oh. Oh nein! Oh Gott! Jared, wo Jared? Was zum Teufel? Da kommt einfach eine Katze! Oh, ich war selber mit erschrocken, Alter. Das muss ich nochmal sehen. Haben die angeflogen oder was? Ach nee, die tut jemand dahin. Das sieht man unten ganz kurz in der Hand. Oh, trotzdem, Alter. Boah, voll festgefroren, Alter. Au. Kennt man. Zip. Was ist Zip? Also so fängt eine Nachrichtensendung. Scheiße, Steinschleuder verschluckt. So fängt eine Nachrichtensendung am besten an. Bevor die schlimmen Nachrichten kommen, mal kurz ein bisschen Comedy einbauen. Ich hoffe wenigstens, der geht's gut. Ich glaube, ich komme in die Hölle, so wie ich hier lache. Guten Morgen, Österreich. Ach so. Guter Energy-Halter, muss ich mal sagen. Wenn das Energy war, ist ja egal. Da ist Wasser! Das ganze Ding ist... Das war... War das jetzt die Skateanlage, Alter? Was zum Teufel ist da passiert? Ey, echt mal, die haben doch gar keine Gullis oder so. Wie läuft denn das Wasser da drin ab? Man muss warten, bis es verdunstet ist, ne? Ey, krass. Habe ich früher gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Oh mein Gott, wieso kann man... Das ist ein bisschen... Wieso geht denn die Autogrifftür ab? Das Wort mal... Ich komme definitiv in die Hölle. Ich meine, ist das eigentlich... Es ist witzig. Wir können alle sagen, was wir wollen, aber viele von euch haben bestimmt mitgelacht. Aber eigentlich ist es doch scheiße, weil wer bezahlt denn das, wenn das kaputt geht? Die Leute hauen dann ab und dann... Gut, der Laden hat wahrscheinlich Kameras, aber... ist immer scheiße. Bisschen so. Aber trotzdem. Boah. Geil! So wie so ein unendlicher Brunnen. Die Twinks. Vor Schild. Ah, die ist doch mit Absicht dahin gelaufen oder so, dass sie vor Schild. Beispielsweise hat vielleicht einen Kopf weggemacht, dann mit der Hand davor oder eher, keine Ahnung. Boah! Okay, aber ich muss sagen, sowas finde ich derb übertrieben. Wirklich. Extrem übertrieben. Ich finde das ja schon echt übertrieben, wenn welche draußen langfahren und
die Musik oder den Bass und alles so laut haben, dass sie die ganze Stadt mit unterhalten. Und wenn dann hinter dir ein Krankenwagen kommt oder eine Feuerwehr oder so mit Blaulicht und Martinshorn, das kriegst du dann gar nicht mit. Deswegen ist es nämlich auch eigentlich verboten. Wenn du auf dem Parkplatz stehst, okay, gut. Aber dann kannst du Anwohner stören, die da wohnen. Ich find's immer übertrieben. Aber dein T-Shirt kriegst du auf jeden Fall schnell trocken. Die jetzt in Kotz, Alter. Oh. Oh, wie viele Blätter da drin sind. Oha, maximal sauer, Alter. Man kennt es. Der Einzige auf der Tanzfläche, der nicht mitmacht, weil sich denkt, was zum Teufel mache ich hier? Der wird bestimmt auf so eine Schlagerparty. At the time I had just finished shooting a film called Passing Train. There was playing a much Hä, hab ich jetzt nicht kapiert. Called Passing Train. Ach, der hat's Handy. Ach, der hat ein Foto von den Füßen gemacht. Ja gut, jeder hat seine Vorlieben. Aber wenn man es nicht vergisst auszumachen, ja, kennt man. So als ob versteckt mich wieder auf. Oh. Oh. Wenn sie bei dir vor der Tür landen. Also, oh. Oh, lecker. Das ist das Taschentuch. Das Haus ist so ein Pudding. Sehr cool. Oder so ein Eis. Pudding-Eis. Das ist das Taschentuch. Maximal blamiert. Sehr cool. Oh. What? Alter, schlau. He finna drink that hoe. Ja gut, oh, der säuft aber nicht. Noch nicht. Oh. Oh, Alter. Krasser Hund, Mann. Er dreht sich einfach so, dass es in ihn rein läuft. Das hört sich zweideutig an. Geil. Oh nein. Was sollte denn das in der Aktion darstellen, Alter? Sie fällt einfach so um. Boah. Aua. Was eine geile Bank, Alter. Ey, warum wachsen hier solche Bänke nicht? Gleich liegen sie. Sehr gut. Alright, I'll see you later, bro. Was ist das, eine Qualle? Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, das ist ein Hund. Sehr cool. Er sitzt aber perfekt. Papi, das ist krass, geil. Kann mir jemand den Sinn erklären? Ist das jetzt oben durchs Dach rein? Oh! Dora. Krass, geil. Mach immer mal ein Trommelsolo. Was zum Teufel? Hä? Was sind da Beefies drin oder was ist da los? Keine Twix. Hä? Ach,
kenn ich aber. Du erkennst nicht, dass die Kurve nach links geht oder dass es gerade allgemein, dass die Kurve nach links geht und du willst entweder geradeaus weiterfahren oder nach rechts, weil schon der eine da lang fahren wollte und alle fahren es einfach hinterher. Kenn ich total bei Mario Kart. Ganz normales Mario Karts Verhalten. Oh. Hä? Auf welche Seite landet's? Auf die dunkle oder auf die helle? Keins von beiden, du gewinnst immer. Look at this goddamn lazy bitch, though. Took Chester Stone milk crate. Bitch, okay. I need to sit on this milk crate and make money, bitch. But these motherfuckers done brought this bitch so much cat food, my motherfucking ass ain't got nowhere to sit. Lazy ass son of a bitch, get your ass up, bitch. I got money to make, motherfucker. Was soll's? Boah! Krass, Alter! Einfach das Schild nochmal als Eisblock, geil! You're off the road. Hey? Oh, nice. Can't be on the road. Ich will's haben. You can't be on the road. You get hit by a truck. Hey? You can't be on the road. Hey? You can't be on the road. Get off the road. Katzen oder beißen die? Wenn sie... Oh. Ach, das war eine Mutter. Ja, was ist das für Musik? Die kenne ich irgendwoher. Ah, das war schade. Das war aber cool. Also ich glaube, ich muss mir auf diesem Channel mal mehr anschauen. Das war richtig nice. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.